Aloha und herzlich willkommen zurück zu Sonic the Lost World. Hier bei der Skyroad Zone 2 setzen wir das Spiel fort. Hallo, Sonic. Ja, ich hab dich schon gesucht. Und wir haben dich gesucht. Leider haben wir deinen Freund Tails zuerst gefunden. Hey, wenn ihr ihm auch nur ein Haar krümmt. Keine Sorge, wir machen etwas Besseres aus ihm. Als Roboter wird er viel glücklicher sein. Nein! Oh, 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 diese bösen Monster. Geben wir eine auf die Bäume. Alter, was ist das? Ah, da haben wir den. Ja, toll! Oh mein. Okay, da muss man wohl schnell sein. Tja, nicht mit mir. Jetzt weiß ich es ja. Warte. Nummer 2 haben wir. Das ist die Nervensäge, die die anderen besiegt hat. Lächerlich. Ich muss mir bessere Settis suchen. Otto, Otto. Und das Leben. Ich mache dich, deine Freunde und deine ganze Welt zu nicht. Tja, nicht mit mir. Nicht mit mir! Nicht mit mir! Wow. Wow. Wow, what the ring? Leben, leben! Ja! Aber... Deine Witze werden dir schon vergehen, wenn dir dein Gebiss fehlt. Ach, schon mal einen Strohhalm, den wirst du brauchen. Nein! Verdammt, Leute, verdammt! Oh, das Level ist echt fordernd. Au. Das war wieder suboptimal. Aber es geht weiter. Scheiß auf das Leben. So, hier Checkpoint. Jawollski. Sehr schön. Läuft das ja fast super. Aber auch nur fast super. Und Abschuss! Jetzt erlebst du dein blaues. Wir haben alle roten Ringe und wir haben ihn als Gegner. Oh! Kommst du da her? Alter! Hä? Ah, sein Schweif! Ah! Ah, Mann, ich brauche meinen Ring. Und Volltreffer! Das funktioniert ja gar nicht. Echt so gut, dass es gar nicht funktioniert. Ah. So. Ha, die Kamera schwenkt da echt so bescheuert. Aber du rutschst da echt immer ab, ey. Das ist. Ah! Ah, so funktioniert das.
Oh Mann. Das Ding geht mir echt auf die Nerven. Wenn ich da mal ehrlich bin. Ah. Hopp. Gibt es nicht, Leute. Das gibt es nicht. Ich bin zu doof dafür. Das ist echt krass. Das ist ends krass. Ich komme echt nicht voran. Ja, genau. Oh mein Gott. Was ist das jetzt schon wieder für ein Schmarrn? Ah, Mann. Okay. Ganz einfach nochmal probieren und gucken und hoffen, dass wir ihn jetzt besiegen. Ich hab's zwar verstanden, aber es will nicht so hinhauen, wie ich das möchte. Jetzt erlebst du dein blaues Wunder. So wie du. Ah, jetzt bin ich zum Kopf gelaufen. Und hier. Und hier, 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 und Treffer! Mann. Ja. Jetzt noch, ey, klappt das da auf einmal auf? Und. Ah, super, jetzt stecke ich fest. Hallo! Ja, das ist echt ein super Spiel. Ist total fair, was du da gerade fabriziert hast. Alter. Alter! Das ist echt unfair. Ganz ehrlich, Leute, das ist total unfair. Puh, Glück gehabt. Das Level war jetzt überhaupt kein Problem. Bloß der Boss geht mir auf die Nerven. Und drauf. Jetzt klappt der das raus. Und hier drüber. Und zack. 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 Da! Der hört auf einmal auf! Warum? Das ist so unfair! Ich kapier nicht, warum der auf einmal aufhört. Ja, genau. Noch unfairer geht's wohl nicht mehr. Da! Jetzt hat er mir die Treppen auch noch rauf.
Da, da, das ist einfach. Ah! Oh mein, mein Gott, er riecht nicht das auf! Ah! Das gibt's doch nicht, den muss man doch schaffen. Und nach oben. Jetzt erlebst du dein blaues Wunder. Ah! Und drauf. So. Und Patz. Erster Treffer. So. Jetzt teilt sich ja der komische Drache. Treffer! Vielleicht ist es zu früh, umzulegen. Ja, geht doch! Ja! Ja! Warum nicht gleich so? Oh man! Es ist ganz so easy going sein. Die wollen Tails in einen Roboter verwandeln. Unfassbar! Ach, ich weiß nicht. Roboter sein ist gar nicht so übel. Aus meiner Sicht ist es ein Albtraum. Wer ist bloß darauf gekommen, mir diesen Hohlkopf aufzusetzen? Ja, 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 Robert. So kann's gehen. So, die nächsten Level freigeschalten. Yay! Ich find's jetzt gerade echt lustig. In der Zone 2, Sky Road, haben wir alle roten Ringe und in der ersten haben wir gar keinen. Das ist echt schon ein bisschen komisch, würde ich jetzt mal sagen. Nun gut, Leute. Sky Road Zone 3 sehen wir uns im nächsten Part an. Oh, 4000 Tiere, wir müssen wahrscheinlich eh wieder Tiere sammeln gehen. Ah, das werde ich vielleicht dann auch offscreen schnell machen. Das ist, glaube ich, geschickter. Naja, im nächsten Part schauen wir uns auf alle Fälle Zone 3 an. Wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren, kommentieren und gut bewerten. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dahin noch viel Spaß und adieu.